Wir befinden uns hier auf der B167 zwischen Metzetin und Ganzer und wir wurden alarmiert zu einem Verkehrsunfall, eine geklemmte Person. Ja, als wir vor Ort kamen, war der Rettungsdienst schon vor Ort und war schon an der verletzten Person oder hat mit der Betreuung an der verletzten Person angefangen. Wir haben versucht, das Auto ein wenig zu stabilisieren und haben, nachdem der Notarzt die Patientin stabilisiert hat, mit einer Crashrettung die linke Fahrerseite geöffnet und haben die Patientin aus dem Fahrzeug befreit. Eine Crashrettung ist, da wird nicht großartig jetzt geguckt, da muss die Patientin so schnell wie möglich aus dem Auto. Ob jetzt jeder Handgriff so gemacht wird, wie das manchmal in der Ausbildung gemacht wird, ist dann dahingestellt. Wichtig ist, dass die Patientin lebend aus dem Auto kommt. Ja, die Person musste mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Rettung lief eigentlich von der Feuerwehr recht gut ab. Wir haben die Türen rausgespreizt, haben die B-Säule entfernt und haben mit dem Stempel das Dach hochgedrückt, weil das Fahrzeug sich überschlagen hat und dadurch das Dach eingedrückt war. Ja, jetzt im Herbst ist es natürlich immer ein bisschen gefährlich. Wir haben immer Restnässe oder im Moment ist es sowieso ein bisschen nass, tiefstehende Sonne, wenn sie dann mal zu sehen ist. Und daher ist natürlich auch erhöhte Aufmerksamkeit, Dunkelheit, Lichtverhältnisse, Wildwechsel etc., was jetzt in dieser Zeit sehr viel passiert und da sollten die Autofahrer doch sehr aufmerksam sein. Die Feuerwehr muss natürlich jetzt sehen, inwieweit die Kameraden diesen Einsatz verarbeiten. Das gibt natürlich professionelle Hilfe, indem uns da Leute an die Seite gestellt werden, die sich den Einsatz aufarbeiten und mit den Kameraden sprechen über die Probleme, die dabei entstehen können oder auch im Nachhinein. Aber erstmal müssen die Kameraden ein bisschen zur Ruhe kommen und dann merkt man, wie weit der Einsatz den Kameraden bewegt. Ich glaube, meine Leute auch nicht wieder ab, wa? Ja. Also, was wir jetzt